Sorge um Grit Böttcher. Die Schauspielerin schwebte in Lebensgefahr. Die 79-Jährige muss stehe sich einer Notop unterziehen. Mehr zum Thema neue Fox-Comedy-Serie. Grit Böttcher spielt in Fox-Comedy-Serie erneut die lustige Ehefrau. Lebensgefährliche Gefäßerweiterung. So gefährlich ist ein Aneurysma. Mit starken Schmerzen wurde Grit Böttcher in eine Münchner Klinik eingeliefert. Die Ärzte stellten fest, die Schauspielerin leidet an einem großen Aneurysma der Bauchschlagader, einer tickenden Zeitbombe. Es bestand Lebensgefahr. Das Aneurysma war in kurzer Zeit so sehr gewachsen, dass wir alle Angst hatten, erzählte der TV-Star der Bild-Zeitung. Die haben mich dann gleich da behalten, weil Lebensgefahr bestand. Denn das Aneurysma drohte zu platzen. Bei einer Notop wurde es entfernt. Bereits vor einem Jahr hatten Ärzte das Aneurysma entdeckt, im August hatte die letzte Kontrolle stattgefunden. Da war es noch viel kleiner, und ich hatte es nicht so ernst genommen. Ich war zu lässig, dachte, ich bin doch immer gesund gewesen, mir passiert schon nichts. Ich will nur wieder ganz gesund werden. Jetzt ist die 79-Jährige dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Ich bin sehr dankbar, dass die große OP so gut verlaufen ist. Und die Ärzte eingegriffen haben, bevor es zu spät war. /Stern, Sedata Stern / im Global AD Tag Register, CBR 100-POS1, T-Tub 1, /Stern / Harald Junge und Grit Böttcher waren das TV-Traumpaar der 70er Jahre. Quelle, Imago, die Schauspielerin, die vor allem mit ihrem Auftritt in der ZDF-Serie Ein verrücktes Paar an der Seite von Harald Junge berühmt wurde, will sich jetzt erstmal eine Auszeit gönnen. Es geht mir gut, aber ich habe im Moment keine Lust auf TV oder Theater. Ich habe mein Leben lang irgendetwas gemusst. Ich will nicht mehr müssen. Ich will nur wieder ganz gesund werden.